Ich hoffe jetzt nur. Perfekt. Klappt es mit dem? Ja, es klappt. Sehr gut. Das mache ich einmal kurz. Okay, rein und raus haben habe ich hingekriegt. Sehr schön. Ich weiß, wie es funktioniert. Einfachste Lösung. Vollbildmodus raus. Ja, solltet aber keine Ränder haben. Nee, ich habe keine Ränder. Gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Na doch, oder? Ich kann eigentlich auch das Profil nehmen. Aber wir erstellen ein neues Profil. Wenn ich weiß, wie es geht. Ich weiß nicht, wann ich das hier erstellt habe, aber ich habe es auf jeden Fall noch nie gespielt, glaube ich. Wir machen auf jeden Fall was Neues. Komplett neu. Ah ja, passt. Bild. Oh Gott. Weiblich. Ich wäre doch gern weiblich. Das Schlimmste ist, ich finde alle Frauen hier furchtbar. Also. Oh Gott, es ist. So, in der Stunde bin ich auch Truckfahren. Ah, Luna. Ah, Luna wird zur Truckfahrerin. Schön. Komm, hier machen wir Lockenkopf. Das ist eh alles so. Ja, blauer Wagen, Firmenlogo. Mein Standardlogo übrigens. Ich nehme immer die Flammen. Weil ist das Einzige, was ich cool finde. Direkt mit allen, die ist. Okay, Luna hat sie erstmal gegönnt. Wir machen wieder. GmbH. Genau. GmbH. Was denn? Einfach. Einfach ist. Ah, lang ist sehr. Ich habe wirklich sehr, sehr lange kein. Oh, Truck gespielt. Ich weiß gar nicht wieso. Weißt du, dass es sehr, sehr lange her ist? Das Gute ist. Bei euch gibt es wenigstens keinen grauen Streifen am Bildschirmrand. Ich habe einen grauen Streifen am Bildschirmrand. Es nervt mich auch nur dezent, aber hey, das schon. Wenn ich dafür rein und raus haben kann, ist es mir wert. Welche Stadt, in der du beginnen möchtest? Ja, also, ich habe mehr als genug zur Auswahl. Ich weiß aber schon, wo ich starte. Es ist halt einfach. Ja. Wir starten auf jeden Fall in Deutschland. Das ist auf jeden Fall das Fakt. Ja, starten hier. Ich starte da immer. Nein, kein Tutorial, bitte. Nein. Ich bin aber mal im Blog. Runterladen plus Stream verträgt sie nicht. Alles gut, Luna. Ich würde ja sagen, viel Spaß beim Runterladen, aber beim Runterladen hat man einfach keinen Spaß. Beim Runterladen hat man einfach keinen Spaß. Ah, ja, willkommen. Tutorial Mega. Nein, nichts damit Tutorial. Ich habe, ohne Witz, ich habe das Tutorial noch nie gespielt, glaube ich. Ich habe es noch nie gespielt. So. Jetzt muss ich einmal Musik. Das wird ja, das wird jetzt gut. Musik. Nein. Nur dezent lauter. Danke. Gott, gut, dass ich das herausgefunden habe, wie man raustappt. Ja, gut. Also, das Gute ist, ich kann keine Menschen umfahren. Das Schlechte ist, ich kann jede Menge Autos fahren. Und Ampeln. Und LKWs.
und Anhänger. Und noch vieles, vieles mehr. Aber hey, ich kann keine Menschen töten. Und keine Rollstuhlfahrer. Ich kann niemanden an irgendwelchen Haltestellen vergessen. Passt. Okay, jetzt muss ich gerade nur nochmal... Wo der Tempomat ist, was? Ja, Luna. Ja, Luna, ich war stolz auf dich. Jetzt muss ich gerade... Warte mal. Nein, das ist der Scheinwischer. Ah ja, hier ist der Blinker. Ich weiß wieder. Scheinwischer, geh aus. Danke. Was ist das? Tempomat müsste das T sein. Hoffe ich. So. Das wird witzig. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ja, das wird lustig. Ja, ich glaube hier lang. Ich verfahre mich übrigens jedes Mal. Also es wird sehr, sehr lustig. Glaube ich. Wobei ich sagen muss, Eurotruck kann ich, glaube ich, besser als Fernbus oder Bussimulator. Sagte sie, ohne zu wissen, wie viele Unfälle sie heute verursachen würde. Na gut, aber wie viele Stunden habe ich? Ich glaube, 150? Ah ne, 121 Stunden. Na, fast 150. Fast 150 Stunden. Aber ich habe es schon eine Weile gespielt. Das kommt mir zugute. Und ich muss sagen, ich halte mich in der Regel, nicht immer, aber in der Regel eigentlich immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Also vielleicht wird es sogar recht langweilig heute. Eventuell. Witzig wird es immer das Drauf- und Abfahren bei der Autobahn. Bitte, woran hältst du dich? An die Geschwindigkeitsbegrenzung. An die Verkehrsregeln. Ich blinke nur nicht. Oh Gott. Ja, das war ja auch ein Bus. Das ist ja auch was anderes gewesen. Jetzt fahren wir ja auch Truck. Ich mach den garantiert nicht. Ich mach hier kein Navi an. Ich habe sowieso einen Hass auf Navis. Wie war das mit dem Geschwindigkeits? Ich habe sowieso schon einen Hass auf Navis. Nein, ich... Nein. Einfach nein. Einfach nein. Da ist ein Bus! Warte mal. T war Tempomat bei mir, ne? Hatte ich eingestellt? Ja. T war... Oder? Ja, nein. Nee. Warte mal, ich muss gleich nochmal kurz gucken. Oder hatte ich es gerade berührt? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh. So, einmal kurz nachgucken. Ich brauche meinen Tempomaten. Testen, Knöpfe. So, irgendwo ganz unten, ne? Oh, Tempomat. Ah, auf C. Okay. Nicht T. C. Warum habe ich das denn? Das ist, na egal. Man hört kein Motor, weil ich das relativ runtergedrosselt habe. Man hört eigentlich sehr, sehr, sehr wenig. Ich kann auch... Da. Ich finde es halt relativ laut. Ich kann hier auch den Motor... Okay, warum? Wenn ich die Lautstärke des Motors anmache, wird die Musik lauter. Ergibt das Sinn? Ergibt das Sinn? Das ergibt keinen Sinn. Ja, aber... Ah. Okay. Ja, okay. Ja, okay, ich hab's gesehen. Okay. Ich hab nichts gesagt. Ich dachte, dass das noch eine Zeile drüber wäre. Das Schlimmste ist, ihr habt ein normales Bild, ne? Ihr habt ein normales Bild. Ich hab hier so einen kleinen Kasten. Für
mich ist das alles kleiner. Für mich ist es deutlich kleiner alles als für euch. Für mich ist das alles viel, viel kleiner. Trotzdem ist die Musik lauter. So. Auch noch her. Das kann her. Das Geräusch, das braucht man auch gar nicht. Navi-Sprachausgabe. Ich habe zwar kein Navi an, aber trotzdem. Musik braucht kein Mensch. Ja, gut, Musik wäre ja nur das. Oh, Flieger kann bleiben. Habe ich auch nicht mehr. Nein. Einfach nein. Punkt brauche ich auch nicht. Ich habe Angst, dass es gleich zu laut ist. Ja. Kann ich da raus, ohne zu speichern? Ja, kann ich. Sehr schön. Kann ich noch was anderes einstellen? Kann ich die Grafik irgendwie so einstellen, dass es... Oder ich mache den Vollbildmodus jetzt rein und nachher sind wir raus, wenn ich raustappen muss. Dann habe ich es wenigstens in groß. Ja, komm. So, dann habe ich jetzt wenigstens ein großes Bild. Muss ich nur dran denken, wenn ich gleich wieder raustappen will. Oder muss. Ich habe ein großes Bild, ich sehe was. Ich weiß, wo ich langfahren muss. Also, C war Tempomat, ne? Ja. Gas. 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 Hört man den Motor jetzt oder muss ich lauter machen? Also ich höre ihn jetzt zumindest. Ich habe ihn noch vorher gehört, aber... Nein. Warte, ich werfe meine 65. 65. Perfekt. 5 drüber geht immer. Liebes 5. Wenn noch lauter, dann dröhnt es halt, ne? Ja, ich hatte Warnblinker an. Muss ich gleich mal gucken, wie der ausgeht. Also alles nochmal so ein Stückchen höher. So, Tastatur. Wie geht der Warnblinker aus? Ach, auf. Oh. Ja, gut. Dann weiß ich, wie ich drauf gekommen bin. Jetzt. Die ist aber immer noch leise. Okay. Dann muss ich das gleich irgendwie anders regeln für mich. Nur die Zeit zu laut. Aua. Also jetzt sollte man was hören. Oh. Aua. Autschi.
Ich höre nichts. Also so, wenn man so fährt, hört man tatsächlich nichts. Aber beim Gas geben? Weißt du, mir platzt bald das Trommelfell. Gott, das wird viel zu laut. Ja, das kann ich nicht leiser machen. Das kann ich auch nicht leiser machen. Gott, mir platzt das Trommelfell gleich. Oh. Hey, jetzt sitze ich in einem LKW. So, ich fahre jetzt trotzdem erstmal ins Ziel, Luna. Ich fahre jetzt trotzdem erstmal ins Ziel. Das ist, sag mal! Jetzt entscheidet euch, zu leise, zu laut. So, stehst auf das, was es eben war. War doch hier, glaube ich, ungefähr. Also ich fand's perfekt. Ich bleib jetzt so. Bis wir am Ziel angekommen sind. Lebt damit. Huch. Ich hab wieder Warnblinker an. So. Da steht 70 und ich darf trotzdem keine 70 fahren. Ist das ungefähr ungerecht? Ja, ist es. Ich muss gleich abbiegen, ne? An. Irgendwie habe ich das den Drang, was kaputt zu fahren. Seine Mülltonne oder so. Ja, ich benehme mich ja. Ich bin ganz vorsichtig heute. Weiß ich nicht. Mit irgendwas, was mir da gerade gegeben wurde. Noch haben wir ja keinen eigenen LKW, deswegen sehe ich das leider auch nicht, glaube ich. Ja, sehe ich das irgendwo? Weiß nicht. Keine Ahnung. Ach so, mit Tastatur. Ich fahre immer mit Tastatur. Ganz, ganz selten mit Controller, aber mit Controller ist auch cool. Nur dafür bräuchte ich neue Batterien. Weil bei meinem Controller ist das Problem, das Spiel funktioniert nur, wenn die Batterien voll sind. Ich hätte aber keinen Bock, da jetzt neue Batterien reinzupacken. Weil sonst spinnt da rum. Deswegen Maus und Tastatur. Deswegen habe ich ja auch eben die C-Taste gesucht. Die gute C-Taste. Und F. Ja, aber der PlayStation-Controller funktioniert damit nicht. Zumindest nicht bei mir. Ich weiß, dass er eigentlich funktionieren sollte, aber er tut es nicht. Egal. Er tut es halt einfach nicht. Bei keinem Spiel bei Steam. Ich glaube, ich habe ein einziges Spiel, bei dem es funktioniert. Ansonsten... nein. Funktioniert nicht. Ich habe meinen Motor gerade abgewürgt. Ich weiß, Luna. Ich habe noch meine rote Ampel überfahren. Und nun? Ich bin auch an meinem Ziel vorbeigefahren. Dann ist der vielleicht... Doch, der war eingestellt. Der war soweit eingestellt. Ich weiß gar nicht, wer mir das damals erklärt hatte. Ich hatte auf jeden Fall Hilfe dabei. Die Person hat mit mir da... Ich weiß gar nicht, wie lange... dran rumgewerkelt und wir haben es einfach nicht hingekriegt. Deswegen konnte ich ja Tales of Arise auch nicht mit oder anfangs auch nicht mit Controller spielen. Musste ich es ja auch erst ohne machen. Leider.
Deswegen, nö. Ist mir aber auch Wumpe. Ich spiele das hier gerne mit. Ich weiß nicht, ob ich fahren darf. Die andere Ampel nicht. Okay, ich durfte noch nicht fahren. Egal. Sind ja nur 80 Tacken. Außerdem fahre ich Eurotakt sowieso ganz gern mit Maus und Tastatur. Ich muss mich nur erstmal wieder einfinden. Es ist jetzt... ich weiß gar nicht. Halbes Jahr her? Lass es ein halbes Jahr her sein, dass ich nicht gespielt habe. Nein, ich bin zu weit gefahren. Ich bin etwas zu weit gefahren. Ich muss da rein, ich muss da rein, ich muss da rein, ich muss da rein. Ich muss da rein. Ich muss da rein, ich muss da rein. Perfekt. Und nein, ich werde nicht normal einparken. Ich bin faul. Ausgezeichnet. Hier. Nee, eigentlich nicht. Bremse habe ich immer so eingestellt. Jo, wir dürfen Aufträge wählen. Jo. Okay, wir können ganz oft nach Dortmund fahren. Wir können nach Osterbrück. Wir können nach Berlin. Wir können nach Kassel. Wir können nach Hamburg. Bremen. Kassel, Osterbrück. Ja. Nicht Strecken länger. Komm nach Köln. Nee, geht leider noch nicht. Leider geht das noch nicht. Wir machen aber einmal... Quatsch, so, Preis. Ich würde sagen nach Dortmund, oder? Passt doch. Wir wollen ja erstmal ein bisschen Geld machen. Ein bisschen Geld, bevor wir uns einen eigenen holen. Ich kann mir ein neues Schiff ins Startschiff holen. Ja, Aufklärer oder Tiefenraumschiff. Ich überlege den Aufklärer, den Nazi. Oh Mann. Also ich muss sagen, ich habe von dem Spiel tatsächlich so gar keine Ahnung, genauso wie von Star Trek. Das sind so... Das ist so eine Sache, da habe ich halt gar keinen Plan. So. Passt. So. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe deine Ohren vergessen. So. Braucht mich nicht dran erinnern. Ich hab's doch gemerkt. Ich hab's doch noch gemerkt. Außerdem stehe ich hier an der roten Ampel. So, alles gut. Ich stehe doch eh an der roten Ampel. So. Okay. Ich dachte gerade, die Kamera spinnt. Tut sie. Oder? Manchmal. Manchmal hat die Kamera so kleine Aussetzer. Naja, solange es so ein paar kleine sind, ist alles gut. Das ist ein sehr großer Kreis, den ich hier gerade fahre. Dieser Motor. Schlimm. Ich fahre nie mit so lautem Motor. Oh, warum wolltet ihr unbedingt den Motor hören? Niemand hört gern Motoren. Das ist furchtbar. Das ist einfach so furchtbar laut. Das ist einfach so furchtbar laut.
Sag ich doch, dass er laut ist. Jetzt müsst ihr aber mit leben. Jeder Motor ist hier unterschiedlich. Der beim einen LKW war leiser, der hier ist lauter. Jetzt müsst ihr mit leben. Muss ja auch leiden. Jetzt ist es mir nämlich egal. Solange was hört, müsst ihr halt leiser machen. Ich will jetzt Wumpe. Deswegen sag ich ja, ihr könnt es leiser stellen. Ich muss mit leben. Gut, ich könnte es auch leiser stellen, aber dann höre ich die Musik nicht mehr. Oder Alerts. Oder. Ich war richtig, ne? Ja, ich war richtig. Oh Mist, wir können leider nicht nach Bielefeld fahren. Das ist jetzt aber schade. Mal sehen, wie viele Unfälle ich heute baue. Schön. Von Bielefeld halt ziemlich fern. Da wohnt mein Ex. Oh je. Ja gut. Kann ich verstehen. Warum habe ich jetzt in Tempomaten reingehauen? Ich muss doch jetzt eh... Nee, wie viel darf ich fahren? 80? 80. 89 fahren. Nein, der kommt auch nicht als 78. Aber ich glaube, ich fahre hier sowieso so einen kleinen Hügel hoch. Kann es sein? Ja. Ich habe hier eine leichte Steigung. Vor allem leicht. Ich werde immer langsamer. Deutschland darfst du nie 90 fahren. Ja und? Nur weil man es nicht. Nur weil nirgendwo der Deutsche steht, heißt das nicht, dass ich nicht fahre. Außerdem, wie viel darf man drüber fahren? 5 auf jeden Fall. 5 km/h darf man auf jeden Fall drüber fahren. Du wirst doch nicht geblitzt. Okay, ich habe Tempomat reingemacht und der geht trotzdem runter. Oder habe ich ihn gerade wieder ausgemacht? Ne, jetzt ist er drin. Sehr gut. Jetzt ist er drin. Jetzt wird's gemütlich. Jetzt muss ich nur noch 2 Tasten drücken. Außer wenn man berghoch fährt. Also tatsächlich, wenn ich... Das ist mir zumindest besser aufgefallen. Solange es nicht dieses komplette Purpur ist, also ne, wenn es komplett leuchtet, solange kriegst du keine Strafe. Ich habe zumindest bisher noch nie eine Strafe gekriegt, wenn entweder die Polizei an mir vorbeigefahren ist oder an einem Blitzer. Wenn ich jetzt, warte, so fahre. Hier kriege ich tatsächlich eine Strafe, wenn ich so fahre. Wenn es komplett rot ist, wenn ich aber so fahre, kriege ich keine Strafe. Das ist doch erlaubt. Du darfst ja ein paar km/h darfst du hier rüberfahren. Du darfst halt nur nicht in dieses komplett ganz rote. Das darfst du nicht. Es sei denn, du schaltest es aus. Könnte ich auch machen. Ich kann es auch ausschalten. Ich könnte so einiges ausschalten. Aber ich mache es nicht. Ich will ja wissen, wie viel Geld ich verliere. Ich kann mal über dem angegebenen davon fahren. Ja. Ja, 83 ist in Ordnung dann. So, wo sind die Menschen? Wo sind die Kinder? Und die Rollstuhlfahrer? Ich will sie umballern. Bei mir kommt gefühlt immer eine Strafe. Aha! Fahren einfach schneller als 360 km/h, da sind die Blitze überfordert. So schnell fährt aber leider der LKW nicht. Ich kann den hier leider noch nicht ummodeln.
Warte mal, ich muss einmal ganz kurz was zu trinken eingießen. Hab nichts mehr. Ist uns während der Fahrt einfach schlecht. Kann ich nicht reinspritzen, dann geht Ecke. Hallo. Ich glaube, das wird nichts. Gütersloh! Ja, echt wie irren. Sagt die, die selber eigentlich irre fährt. Hier, Polizei ist dran vorbeigefahren und hat nichts gemacht. Ne? 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 Also? Zwei bis drei km/h darfst du definitiv drüber fahren, wie ich dir die sagt. Nur raben darfst du nicht. Könnte einfach problematisch werden. Aber es ist wenigstens ein Simulator mit dem Tempomaten. Ich liebe Tempomaten. Das ist so ein gemütliches Fahren. Schön. Einfach nur schön. So, wo kommen wir jetzt hin? Kamera Kreuz, wo auch immer das sein mag. Hier ist gerade das erste Mal. Aber wenn ich tatsächlich noch bedenke, wie damals das Spiel aussah und wie es heute aussieht. Ich weiß gar nicht. Ich habe es tatsächlich mit Vorschuss das erste Mal gespielt, wo es sogar noch recht neu war, glaube ich. Gab es noch nicht mal DLCs für. Also ich glaube, ich könnte zwar so weiterfahren, aber... Nö. Frankfurt am Main, Dortmund. So, ich und auf- und abfahrten. Ei, ei, ei. Das Spiel ist einfach fast 10 Jahre alt. Ja. Heftig. Oh Gott, ich darf gleich wieder abfahren. Na toll. War aber eine kurze Fahrt. Kassel und Dortmund Ost. Hey, geradeaus geht's nach Köln. Oh Gott, ich und abfahrten. Aber ich muss sagen, ich schlage mich bisher sehr, sehr gut. Sehr schön. So, so, dass ich die Ampel noch sehe. Danke. Das war knapp. Aber es hat gepasst. Aber es war knapp.
Trotzdem habe ich die Neigung, irgendwas umzufahren. Hier kann man nur leider nicht so schöne Unfälle verursachen. Also kann man schon, aber man hat meistens nichts von. Oh Gott. Ich muss gerade mal gucken. Man kann doch auch Gameplay. Habe ich da eigentlich erst. Ja, okay. Bevorzugte Auftragslängen. Ich hoffe, die DLCs sind bald wieder im Angebot. Dann kann ich mir wieder eins kaufen. Doch, klar, Ryan. Da kann ich wenigstens Menschen ummangeln. Da habe ich voll viel von. Und fixiert. Zufällige Straßenereignisse. Umleitungen. Regenwahrscheinlichkeit. Okay. Dann passiert auch ein bisschen mehr auf den Straßen. Nicht unbedingt nur durch mich, aber es passiert einiges. Also ich habe tatsächlich jetzt alles außer halt diese, ne, Sachen für die Farben, also für die Designs und so weiter. Das habe ich dann natürlich nicht für die LKWs. Ansonsten habe ich eigentlich zumindest alle Orte, wo man hinfahren kann. Also die wichtigen Sachen. Elefantenrennen! Nein, ich verliere! Ich verliere! Ich will nicht verlieren. Nein, 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 nein. Ich hole dich ein, ich hole dich ein, ich hole dich ein. Haha! Oh, ich bin zu schnell. Okay, ist nichts mit einem Hund. Juhu, wir sind in Dortmund. Die Paintinger brauche ich auch nicht. Also klar, wenn sie halt mal wirklich reduziert sind und was Cooles bei ist, ja, kann man sich's mal überlegen. Aber es steht halt nicht ganz oben auf der Kaufliste. Ich glaube, das ein oder andere Paint-Teil da habe ich. Also in der Liste, aber ja. Huch. Kosten gerade alle unter 1 Euro. Ja, gut. Aber nee. Ich habe noch nicht alle Maps. Also, oh ja. Welche fehlen dir denn noch, Kitty? Ich glaube, ich gehe in Skandinavien. Okay. Ja gut, dann fehlt aber schon noch ein bisschen. Ausgezeichnet! Da darf ich nochmal drauf hinweisen, ja? Ausgezeichnet, ne? Also so schlecht bin ich bei Eurotruck nicht, wenn ich mir Mühe gebe. Ausgezeichnet! Wolltest du nochmal anmerken? Ich würde gerne einmal fernfahren. Ich habe eine E-Mail. Benötigen Sie Geld? Ja. Brauch kein Geld. Ach du grüne Nacht. So. Dann. Erfurt Lüttich. Ist denn Lüttich? Lüttich wäre da. Was wäre denn jetzt die längste Strecke? Die längste, bitte. Ja? Doch. Nee, eine Stunde. Ja, wir gehen lieber nach Preis.
Natürlich, so viel Geld habe ich im Moment nicht, dass ich gerade Kunden habe. Oh ja. Ich weiß, Ryan. Ich weiß. Der. Das wäre trotzdem nicht. Bremen ist am weitesten weg. Aber wo ist Bremen? Da ist Bremen. Erfurt? Wo ist Erfurt? Ich weiß nicht, wo Erfurt ist. Da ist Erfurt. Oh, Erfurt ist so nah dran. Ich dachte, Erfurt wäre weiter weg. Ohne Witz, ich dachte, Erfurt wäre echt weiter weg. Ich habe aber gar nicht viel nah dran. Ich hätte überlegt, da Erfurt zu fahren. Lüttich. Lüttich war ich hier, ne? Ja. Lüttich. Zurück. Kassel. Hamburg. Ja, wir gehen nach Preis. Komm mal nach Lüttich.